Oh! Ja, der kann ja was, ey. Das ist ja Wahnsinn, du. Tim Wiese Flugschule, ey, hier. Servus Leute, what's going guys? Mein Name ist Carlo von GoKeepers. Und heute gibt es wieder ein freshes Video. Ihr seht, Leute, ich bin richtig, richtig gut gelaunt. Das Ganze liegt aber nicht daran, dass gleich Mystic KZ von der Seite reingejumpt kommt. Leider nicht, leider ist die nicht dabei heute. Leider müssen wir aus speziellen Anlass den Battle Samber für heute unterbrechen. Ich war vor kurzem für die Kickbox unterwegs in Hamburg und durfte mich gegen Martinia, die Nummer 1 vom Hamburger SV, battlen. Das Ganze schauen wir uns jetzt gleich an. Wie war ich drauf? War ich besser? War er besser? Wer hat gewonnen? Das gibt's jetzt. Stopp. Bevor ich anfange, Leute, geht gleich im Anschluss von diesem Video auf das Video von der Kickbox und gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare Hashtag wir wollen mehr Keeper Battles. Zeigt den Leuten, dass Keeper Battles gefragt sind. Ich möchte mich unbedingt gegen jeden Bundesliga Keeper messen dürfen. Dazu brauche ich eure Hilfe. Spam in die Kommentare von der Kickbox Hashtag wir wollen mehr Keeper Battles. Okay, Leute, das war's auch und jetzt starten wir rein ins Video. Let's go! So, wir fangen an und boom, die erste Parade ist im Spiel. Dankeschön, Chris, für die lobenden Worte. Das Ding wird heiß, Leute. Also dranbleiben bis zum Schluss. So, hier beim HSV. Geile Musik. Stimmung ist da, Stimmung ist oben. Frisur auf dem Weg. Servus, wir sind heute genau wie hier da. Beim Frisur HSV ist auf dem Weg. What the hell? Was hab ich da? Bin ich Frisur, Leute? Was ist da los, ey? Bei mir ist alles bestens. Ich würde sagen, bei dir nachher nicht mehr. Direkt mal die großen Töne gespuckt. Und, heute ist schon mal schöner Sonnenschein. Weißt du wieso? Weil ich ein Sonnenschein bin. Junge, ich habe an dem Tag die heftigsten Spiele drauf gehabt, Leute. Aber ganz kurz vorweg. Chris, Props an diesen Menschen. Richtig, richtig bodenständig, sympathisch, saustark. Alles in allem einfach ein sehr cooler Dude. Grüße gehen raus. Echt ein richtig cooler Dude gewesen. Heute machen wir Free Kicks, aber specialmäßig mit Kartonagen. Fünf Schüsse. Ja, Mann. Free Kick Challenge, Leute. Ihr kennt's ja von der Kickbox. Mit Kartonagen. Rot 2 Punkte, normal 1 Punkt. Das wird ein heißes Battle, Leute. Also dranbleiben bis zum Schluss. Let go. Mach mal nach oben, da nach oben. Komm, Leute. Da nach oben. Los. Und boom. Schuss Nummer 1. Boah. Ich sag doch, kippen da nach oben. Voll den Spitzig an. Der war beinahe drin. Ich weiß, weswegen ich nicht Stürmer geworden bin. Ja, Mann. Genau deswegen bin ich kein Stürmer geworden. Bei Konzi wäre der Fisch drin gewesen. Boom, Junge. Aufsetzer vom Martinio und der Fisch den Ball raus, Mann. Sah einfach aus, was aber nicht. Genau vor ihm ist aufgehoben. Und da sieht man auch, warum er super bei HSV ist. Oh, na gut. Da sieht man es dann doch nicht, Leute. Kurz durch die Beine. Naldo, boom. Gut. Man sieht auch wieder, der Ball hat sich genau vor ihm gedreht. Sehr schön gehalten. Ja, Fehler passieren auch den besten. Ich nehme ihn im Training drauf, du. Leute, ihr kennt das. Auch den besten passieren Fehler. Solange sie nicht spielen passieren, sondern hier bei Kickbox ist alles in Ordnung. Boah, was hat er da gehalten, Leute? So ein geiles Ding, Mann. Boom. Sehr schön lang gemacht. Sehr, sehr schön. Jetzt bist du dran, ne? Ja. Und jetzt muss er schießen, Leute. Jetzt geht ins Tor. Und boom, die erste Parade ist der kann in der ja was, Building. Das ist ja Wahnsinn, du. Dankeschön, Chris, für die lobenden Worte. Sehr, sehr geil. Ich habe nicht gesehen den Ball, ohne Scheiß. Tim Wiese Flugschule. Tim Wiese Flugschule. Boom, schön gehalten. Sehr schön, das ist geil, Leute. Egal, come on. Boom! Den hat er gezimmert, Da kann ich nur noch hinterher schauen. Boah, aber wenn ich jetzt so genau schaue, so krass war ich gar nicht. Irgendwie hatte ich einen Torstand, da dachte ich, dass er wirklich Upper 90 geht. Ich glaube, ich hätte ihn halten können bei einem guten Tag. Boom, gehalten, Junge. Das war ein richtig geiles Feld, ihr seht, Leute. Die ein oder andere Saves sind dabei. Hat Spaß gemacht, mit dem Dude zu kicken, Mann. Ohne Scheiß. Ich muss jetzt hier irgendwie die zwei noch halten. Ansonsten wird es peinlich hier. Boah, der Junge hat auf alle Fälle eine gute Schusstechnik, Crossbar-Challenge, kurz gemacht.
Come on, come on. Ansage oben links. Oh, oben links. Ihr seht natürlich nichts mehr wegen der Sonne. Oh, Mann! Hätte ich halten müssen. Aber der freut sich. Der freut sich, Junge, Junge. Mann, Mann, Mann. Hätte ich halten müssen, ey. Naja. Was man nicht sieht, kann man nicht halten, mein Freund. Aber ein gutes Battle, muss man sagen. Nichtsdestotrotz, Leute, richtig geiles Battle gewesen. Ich bin zum Mainzer Profistadion aufgewachsen. Musstest du Fußballer werden? Ich bin schon als kleines Kind. Stimmt, jetzt kommt ganz, ganz kurz das Interview. Ich würde sagen, das Interview könnt ihr dann bei der Kickbox anschauen. Checkt jetzt den Kanal von der Kickbox ab. Schaut vorbei, gebt ein Like. Nicht vergessen, Hashtag, wir wollen mehr Keeper Battles. Das war's mit dem Video. Morgen gibt's wieder eine Folge vom Battle Samba gegen SKKZ. Wieder 14 Uhr. Ich würde sagen, man sieht sich. Nicht vergessen, abonniert GoKeepers, teilt das Video, liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.